Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video, einem ganz besonderen Video. Ein Video, von dem ich eigentlich überhaupt nicht geplant hatte, es zu machen. Es gibt momentan eine riesige und unglaubliche Diskussion über diesen Kometen von Fortnite, beziehungsweise einen Meteoriten, um genauer zu sein, der irgendwann eigentlich hätte gestern Tilted Tower wohl laut Theorie zerstören sollen. Es gibt eine Menge Beweise, ich trage die nochmal ganz kurz kompakt zusammen. Ich glaube, am einfachsten ist, wenn ihr euch einfach das Video von Phasen anguckt, meine Freunde. Das habe ich euch unten mal verlinkt. Phasen, der alte Ehrenmann, hat das auf jeden Fall richtig, richtig gut zusammengefasst und da könnt ihr das, glaube ich, am besten ableiten. Beginnen wir trotzdem mal ganz kurz mit den Sachen, die ich mir schnell rausgesucht habe. Wie gesagt, wir hatten einmal vor ein paar Tagen in Reddit diesen Morse-Code mit dem Vibrationspattern, die quasi das Wort SOS und eine bestimmte Stelle eines Schachbrettmusters ergeben, D50418. Und das ist dann genau da, wo Tilted Towers ist, zufälligerweise. Da habe ich damals schon gesagt, ist das jetzt wirklich oder ist das irgendwo ein bisschen an den Haaren herbeigezogen? Ich meine, wenn man sich ganz genau auf irgendwas versteift, könnte ich auf dieser verdammten Flasche sogar irgendwie irgendeinen Morse-Code entnehmen und eventuell irgendwelche Verschwörungstheorien daraus stricken. Deshalb war ich damals schon ein bisschen skeptisch. Hinzu kamen natürlich noch, meine Freunde, dass es unwiderlegbare Beweise für einen Kometen bzw. etwas anderes in der gleichen Art irgendwie gab. Unter anderem halt hier diese Teleskope, die ihr sehen könnt. Die habt ihr wahrscheinlich schon alle selber gesehen über die Map. Die gucken auch alle in Richtung Tilted Towers, meine Freunde. Das kann aber auch wieder nur Zufall sein. Dann haben wir noch dieses seltsame, komische Objekt unter Tilted Towers gefunden, meine Freunde. Dieses Objekt befindet sich als 3D-Rendering unter Tilted Towers irgendwie und man kann sich das halt wohl angucken, wenn man da mit dem neuen Kameramodus quasi unter die Map drunter fährt, dann sieht man halt dieses seltsame Objekt, was da irgendwie schlummert, so was Osterei-förmiges. Viele Leute haben damals gedacht, dass es sich dabei um ein Easter Egg handelt für das Oster-Special. Ist leider nicht der Fall gewesen, das Ding ist erst nach Ostern reingekommen. Dazu kommt dann noch diese komische Einschlagsspur des beziehungsweise den Schweif, den der Komet beziehungsweise der Meteoroid hinter sich herzieht. Es gibt natürlich auch eine Menge Ingame-Belege dafür. Unter anderem haben ein paar Dataminer in den Events, meine Freunde, das Athena-Event, was das ist, weiß man, glaube ich, noch gar nicht. Das Comet-Scale und das Comet-Closer-Event. Das sind zwei Events quasi, die eintreten, wenn etwas Bestimmtes auf der Map passiert, beziehungsweise ein Event ist immer etwas, was abläuft während einer Runde, beziehungsweise eintreten kann während einer Runde. Sowas wie, die Zone wird kleiner. Zum Beispiel ist die Zone, das Kleinerwerden der Zone, eine Art Event. Ja, meine Freunde, das sind auf jeden Fall unwiderrufbare Beweise, dass da irgendwelche Meteoroiden und Kometen im Himmel zu sehen sind. Ich meine, hier gibt es noch eine Menge Screenshots. Man sah dieses Ding hier zuallererst. Einen ganz, ganz kleinen Punkt, der immer, immer größer geworden ist, meine Freunde. Man sieht hier schon, dass er deutlich, deutlich heller und deutlich, deutlich größer ist. Dann kann man hier nochmal ganz gut sehen, dass der nochmal deutlich, deutlich größer als zuvor ist. Und wir einen zweiten Kometen dazu haben. Wenn man sich das jetzt mal theoretisch anguckt, gleicht das ja schon ein Stück weit der Form, die wir eben als 3D-Rendering gesehen haben, beziehungsweise dem Schweif, den ich da eben gezeigt habe. Das sind auf jeden Fall die Beweise dafür, dass es diesen Meteoriten gibt, meine Freunde. Und dass irgendwas da irgendwann vom Himmel kommt, ist eigentlich unwiderruflich. Für mich geht es jetzt darum, wird Tilted Towers zerstört oder nicht? Erstmal, was hätte das Gameplay technisch für Vor- und Nachteile? Vorerst, meine Freunde, bin ich der Meinung, dass Tilted Towers rauszunehmen eigentlich eine gute Entscheidung wäre, denn so wäre dieser unendlich ekelhafte Hotspot auf der Map wieder ein bisschen verteilt und die Leute spreaden sich über die ganze Map und hängen nicht immer in dieser mittleren Stadt bei Tilted Towers fest. Klar ist es schade, weil man da am Anfang eine Menge Action und eine Menge Kills ziehen kann, aber ich glaube, wenn sich das Ganze irgendwie wieder even aufteilt und je nachdem, wie die Zone fällt, kann man auch andere Hotspots finden. Des Weiteren gab es immer wieder Tweets und Äußerungen in Interviews von Entwicklern, dass diese das Einfügen von Tilted Towers ein Stück weit bereuen und Tilted Towers eigentlich gar nicht mehr mögen, weil das komplette Battle Royale Prinzip nun mal irgendwo ein Stück weit dadurch verloren geht. Kann man jetzt sehen, wie man möchte. Wie gesagt, ich bin der Meinung, es wäre schöner, wenn es alles ein bisschen aufgeteilt wäre und ein paar mehr Hotspots gäbe. Aber dass Tilted Towers da ist, ist eigentlich auch gar nicht so schlecht und irgendwie hat es ja schon seine Daseinsberechtigung. Jetzt ist ja der 18.04., das von der Community angekündigte Datum des Meteoriteneinschlags, schon verstrichen. Wir haben heute den 19.04. und heute kam ein neues Update raus, meine Freunde. Das Update ist hier, wie gesagt, angekündigt worden. Ich habe in den Patch Notes nichts dazu gefunden, meine Freunde, was irgendwo darauf hinweist, abgesehen von der neuen Waffe, zu der es übrigens morgen gepaart mit dem 50 gegen 50 Modus ein neues Video geben wird, meine Freunde, ist nichts großartig anders. Es gab wieder ein paar Tweaks, es gab ein paar neue Sachen, der 50-50 Modus ist eingefügt worden und halt die neue Waffe. Zum Kometen stand in den Patch Notes nichts drin. Ich nehme das Video gerade um 12.43 Uhr auf, der Patch ist jetzt 2 Stunden raus. Es kann natürlich sein, dass zu dem Zeitpunkt, wo das Video jetzt online ist, Dataminer was Großartiges entdeckt haben, meine Freunde, und meine ganzen Thesen hier wieder rufbar sind. Bis zum jetzigen Zeitpunkt haben wir auf jeden Fall Dataminer und ähnliche Leute nichts gefunden, was irgendwie darauf hinweisen sollte, dass Tilted Towers alsbald zerstört werden würde. Ich habe mir auch eine ganz interessante Diskussion auf Reddit durchgelesen, die leider gelöscht worden ist, beziehungsweise die ich einfach nicht mehr auffinden kann, wo sich Leute darüber unterhalten haben, dass es eigentlich viel, viel mehr Hinweise daraufhin hätte geben müssen, dass Tilted Towers entfernt wird, beziehungsweise sämtliche Texturen und sämtliche Dinge, sämtliche Daten, die quasi um Tilted Towers herum oder in Tilted Towers liegen, hätten schon irgendwie in einer Art modifiziert und bearbeitet werden müssen, beziehungsweise hätte es da schon viel mehr Vorbereitungen geben müssen. So haben das die ITler erklärt. Da bin ich zwar nicht so sehr drin, aber für mich klang das Ganze irgendwo logisch. Ja, meine Freunde, jetzt gab es gestern ein paar Events, die da ganz interessant gewesen sind. Und hier habe ich immer ein paar Livestream-Ausschnitte vom guten Miff und vom guten Ninja. Die werde ich jetzt erstmal ohne Musik abspielen, weil ich ein bisschen Angst habe, dass ich gestrikt werde. Aber wir können es ja einfach mal gemeinsam ansehen, wie Miff auf den Kometen reagiert.
Da sieht man, Leute, da sieht man, wie Miff rumschreit, das kann ich euch zeigen. Er hat die Kometen erblickt, Leute. Da hat man auf jeden Fall im Himmel einen Schweif gesehen. Hier geht's weiter, Ninja sieht sie auch. Eins, zwei. Der große Weiße am Himmel steht immer noch und es kommen immer wieder Schweife nach unten. Das heißt, es kündigt sich nicht nur ein Meteorit eventuell an, sondern vielleicht sogar mehrere. My volume is all the way up. Zu dem Sound, den sie gerade besprechen, meine Freunde, kommen wir später nochmal. Da habe ich nämlich auch nochmal ein ganz interessantes Video für euch. Dann machen wir aber später mit weiter. Hört mal ganz genau hin. Man hört auf jeden Fall... Genau das, was er da angesprochen hat, dieses Bam-Wam-Wam, klingt für mich nicht unbedingt nach totaler Zerstörung, sondern nach einer ganz anderen Sache, die ich jetzt, wie gesagt, im nächsten mit euch gerne analysieren würde. Hier sieht man halt nochmal den Schweif und wie er wunderschön verpufft. Es sieht richtig schön aus, meine Freunde. Das hier hat er auf Twitter gefunden. Ich finde einfach die komplette Animation, das Event dahinter, richtig, richtig nice. Was mich ein bisschen stutzig macht, ist, dass dieses blaue Ding dann immer noch am Himmel bleibt und irgendwo anders ein Metroid spawnt, der dann halt irgendwie auf die Stadt fliegt. Ich verstehe es nicht genau, aber das können wir erstmal außen vor lassen. Hier nochmal, wie Miff mit dem Kameramodus quasi versucht, an das Ding ranzugehen, meine Freunde. Da kann man das Ganze nochmal im Close-Up sehen. Hier kann man sich das nochmal richtig schön im Nahen angucken. Und man sieht, es ist nicht nur ein steady Image, meine Freunde, sondern es bewegt sich. Da bewegt sich irgendwas. Man kann eine leichte Bewegung festmachen und das bringt mich direkt zum nächsten Punkt. So Leute, und jetzt wird es ganz abgedreht. Ich habe nämlich ein paar Sachen herausgefunden, die wirklich, wirklich interessant sind. Beginnen wir doch erstmal mit diesem wunderschönen Video mit dem Kameramodus, wo jemand auf Reddit quasi diesen Metroiden das erste Mal gesehen hat. Schaut euch das einfach mal an. Eine wunderschöne Aufnahme davon, wie es aussieht. Zack, ihr habt es gesehen, meine Freunde. Da ist noch ein anderes Ding gewesen. Schaut euch jetzt mal bitte an. Zack, ein kleiner Metroid, ein großer. Und hinterher fliegt an der rechten Seite noch einer. Das heißt, so eine Art zwei Sternstuppen und ein großes Ding, die quasi hier irgendwie über den Himmel ziehen. So, und jetzt kommen wir, wie gesagt, zu dem abgedrehten Teil, meine Freunde. Ich zeige euch jetzt erstmal ganz kurz den Sound, über den wir eben gesprochen haben, Leute. Hört euch jetzt mal ganz genau an und schaut euch mal bitte an, welches Video von einem PlayStation-Spieler ich online gefunden habe. Ich bin jetzt mal ganz kurz leise. Ich glaube, das konnte man ganz gut hören, dieses seltsame Geräusch. Ich weiß nicht, für mich hört sich ein Metroid nicht unbedingt so an. Das klingt zu elektronisch, zu technisch, zu sehr nach einem intelligenten Leben, meine Freunde. Hier sieht man nochmal, wie das Ding quasi im Nahen aussieht. Man kann noch nichts darin ausmachen. Das Einzige, was mir eben beim mehrfachen Anschauen aufgefallen ist, sind diese seltsamen gelben Dinger da drin. Man könnte jetzt vermuten, dass das eventuell der eigentliche Metroid ist. Weiß man aber nicht. Es sieht auf jeden Fall aus wie ein glühender Stein. Es könnte aber auch nach wie vor etwas anderes sein. Und jetzt wird es komplett gaga, meine Freunde. Und zwar ist jemand hingegangen und hat diesen Sound durch ein Audiospektrogrammraster gejagt. Und das Spektrogramm, was da rausgekommen ist, meine Freunde, sieht aus wie dieser Loser-Tanz, den man quasi bei Fortnite seinen Gegnern reindrückt. Schaut euch das mal an. Das heißt, wenn man quasi die ganzen verschiedenen Herzfrequenzen in einem Spektrogramm darstellt, kommt genau das da raus. Und ich glaube nicht, dass das Zufall ist, meine Freunde. Könnte es eventuell sein, dass Epic Games hier uns komplett trollt, meine Freunde? Könnte es eventuell sein, dass wir hier gerade geisteskrank verarscht werden. Hier drunten, meine Freunde, wird das noch natürlich heiß diskutiert unter Reddit. Ich finde es richtig, richtig interessant. Und jetzt kam noch ein zweiter User, der hat gesagt, yeah, this is true, I can confirm it, meine Freunde. Und dann hat Steve mit einem anderen Programm nochmal dran gearbeitet. Wir sehen hier einmal dieses Spektrogramm. Man sieht immer die ähnlichen Farben. Das sind verschiedene Programme. Dementsprechend sehen die einzelnen Audiospektrogramme sehr, sehr unterschiedlich aus. Die Frage ist natürlich auch, wie gut ist so ein Spektrogramm? Wie sehr kann es sämtliche Herzfrequenzen, die bestehen, irgendwie wahrnehmen? Das geht aber jetzt auch zu sehr ins Technische. Was ich euch zeigen möchte, ist, meine Freunde, anhand dieser drei Screenshots lässt sich immer die gleiche Form erkennen. Das finde ich extrem interessant und ich kann mir wirklich, wirklich gut vorstellen, dass sich jemand bei Epic gedacht hat, okay, die Leute steigern sich so sehr da rein, der Battle Pass endet in 11 Tagen am 30.04., meine Freunde. Warum machen wir jetzt nicht einen riesen Fass auf und trollen einfach nochmal ein bisschen die Spieler rein? Und ich glaube, das ist der beste Beweis dafür, meine Freunde, dass eventuell anstatt eines Kometen etwas anderes auf uns zukommt und Epic Games ist einfach gerade nur ein bisschen verarscht. Denn jetzt kommen wir zu einem weiteren Reddit-Thread, meine Freunde, und zwar sagt dieser, it's an alien space Spaceship carrying the fish. Und dieser Fisch mit diesem Raumanzug, mit diesem seltsamen Alien-Ding, was weiß ich, vielleicht, meine Freunde, vielleicht ist es soweit, dass das nur eine Ankündigung ist für den nächsten Battle Pass. Vielleicht wird damit wirklich angekündigt, dass dieses Aquatic-Team, was hier der User Penomi gerade anspricht, in der nächsten Season kommt. Vielleicht ist das Ganze gar kein Meteor oder ein Komet, sondern vielleicht ist das Ganze wirklich nur ein Raumschiff, was uns den nächsten Battle Pass bringt. Vielleicht wird Tilted Towers gar nicht zerstört, vielleicht wird Tilted Towers doch zerstört, meine Freunde. Ich wollte euch nur mal aufzeigen, dass es, wie gesagt, mehrere Theorien dazu gibt, dass eventuell Aliens... Es klingt jetzt super, super abwegig.
wirklich, ich weiß ganz genau, dass Aliens irgendwann auf der kompletten Map landen und damit quasi den neuen Battle Pass in 11 Tagen einleiten und dann eine Menge neue Skins mit rumkommen, neue Challenges und so weiter und so fort. Man weiß es immer noch nicht hundertprozentig, meine Freunde. Ich kann mir, wie gesagt, gut vorstellen, dass Epic Games eventuell einfach mitbekommen hat, dass diese Diskussion in der Community stattgefunden hat, anhand dieser seltsamen Morse-Code-Geschichte, die da aufgestellt worden ist, dass gesagt haben, okay, wisst ihr was? Wir trollen jetzt einfach ein bisschen rein und geben dem Ganzen noch ein bisschen mehr Futter. Wir füttern diese Theorie immer weiter. Das bringt natürlich auch eine Menge Aufmerksamkeit auf deren Spiel, meine Freunde. Hat natürlich auch für die wieder eine Menge wirtschaftlicher Interessen, sodass immer mehr dumme Leute, wie unter anderem ich, darüber Videos, Theorien machen und so weiter und so fort. Komplett Reddit dreht gerade komplett durch wegen dem neuesten Patch, meine Freunde. Und dass sie gestern dann nichts gemacht haben, zeigt mir irgendwo ein Stück weit, dass vielleicht die Meteoritentheorie nicht hundertprozentig richtig ist. Aber wer weiß, was kommt, meine Freunde. Vielleicht kommt der Meteorit heute Abend, vielleicht kommt er gar nicht. Vielleicht sind es wirklich Alien oder Fische in Raumschiffkostümen, die dann quasi das nächste Zeitalter bzw. den nächsten Battle Pass einleiten mit einem Unterwasser-Theme. Ich weiß es nicht, meine Freunde. Eine Sache ist auf jeden Fall sicher, wenn der Meteorit tatsächlich ins Tilted Towers einschlagen sollte, sieht Tilted Towers am Ende so aus. Der Eiswagen steht mit seinen 1 Million Leben immer noch. Ich hoffe, euch hat dieses kleine, ausführliche Video gefallen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen nachvollziehen, was ich mir da so zusammengesucht habe. Wie gesagt, ich weiß selber nicht, was geschehen wird. Keiner weiß es. Ich will jetzt auch hundertprozentig nicht sagen, dass Tilted Towers nicht zerstört wird, meine Freunde. Es kann sein, muss aber nicht. Kann auch ebenso gut sein, dass meine Schwachsinnstheorie greift oder irgendetwas anderes passiert. Wir wissen alle nicht, was Epic Games plant. Sie haben sich bis jetzt dazu sehr bedeckt gehalten. Das finde ich extrem cool von denen. Sie bauen diesen Hype in der Community auf und nutzen das Ganze. Macht extrem Bock. Leute, das war's von diesem wunderschönen Video. Heute 2 Fortnite-Videos rausgepasst und ich dachte mir einfach, das muss sein. Wir sehen uns dann morgen um 18 Uhr wieder beim Livestream. Schaltet auf jeden Fall ein und wer weiß, vielleicht sehen wir morgen um 18 Uhr als erster Mensch der Welt gemeinsam im Livestream, wie der Metroid tatsächlich Tilted Towers zerstört. Danke für den Sub an der Stelle. Wer auch immer gerade gesubbt hat, Ehrenmann, dass du um 11.54 Uhr, obwohl ich nicht streame, bei mir reingesubbt hast. Dankeschön, Leute. Das war's von diesem Video. Macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.